Ja, also für das Midgame haben wir ein Feature geplant, was wir jetzt auch demnächst releasen wollen. Und zwar Kingdom Unions. Dabei geht es darum, dass man mit einem kleineren Königreich startet und im Midgame dann die Möglichkeit hat, sich mit einem anderen Königreich zu vereinen und aus zwei Königreichen ein Königreich zu formen. In diesem großen Königreich wird es dann sozusagen zwei Könige geben, die beide in der Lage sind, von den Dukes, von den Herzögen, Tribute einzusammeln und insgesamt ein großes Königreich bilden, was dann auch für die gesamte Spielrunde bestehen wird. Es ist dann nicht mehr möglich, sich wieder zu trennen und neue Königreiche zu verbinden, sondern wenn man einmal zwei Königreiche vereinigt hat, dann bleibt es bis zum runden Ende ein größeres Königreich. Und die Idee dahinter ist, das Königreich insgesamt, es ist zwar spannend, wenn ein Königreich etwas größer ist, aber es ist schade, wenn immer Teile bei einer Fusion, also einige Herzöge nicht mit in der Fusion im neuen Königreich teilnehmen können. Und mit dem Kingdom Union Feature ist es möglich, dass zwei komplette Königreiche zu einem werden und man deswegen dann keine Mitglieder zurücklassen muss, die sich dann in ein neues Königreich suchen müssen. Haben wir für dieses Jahr nicht geplant. Also es war ein sehr spannendes Feature, weil es neue Taktiken ermöglicht, neue Spezialisierung. Aber wer neue Völker spielen will, dem kann ich im Moment empfehlen, Travian Legends zu spielen. Da gibt es gerade zwei neue Völker, die Ägypter und die Hunnen. Und die sind, soweit ich gehört habe, ziemlich gut zu spielen. Ja, da schaue ich sicher mal rein, um das neue Spielgefühl zu erleben. Es gab ja auch ein kleines Redesign bei Travian Legends neben den neuen Völkern. Und ja, bin ich gespannt. Ja, The Travian an sich hat eine ziemlich lange Geschichte. Das geht ins Jahr 2003 zurück. Da war ich gerade dabei, eigentlich fürs Abi zu lernen, aber nebenbei habe ich schon angefangen, Travian zu programmieren. Und als ich dann endlich mit der Schule fertig war und dazu noch mit dem Zivildienst fertig war, das kam auch noch als Störfaktor dazwischen, hatte ich dann endlich den Sommer über richtig Zeit und habe mich jeden Tag hingehockt und dran programmiert. Und 2004 waren wir dann so weit, dass es released wurde. Also wir waren damals Holger und ich. Holger hat sich um die Server gekümmert und ich um die Programmierung. Und ja, das war der Startschuss, wo dann die erste Spielrunde gestartet ist. Im Sommer erst noch eine kleine Beta-Runde und am 5. September 2004 war dann der offizielle Start von der ersten Travian-Runde. Und viele, viele Jahre später haben wir dann mit Travian Kingdoms nochmal komplett neu angefangen, also das Spiel von Grund auf nochmal neu programmiert, und aber in eine andere Richtung gewählt. Travian Legends, wie es mittlerweile hieß, davor hieß ja Travian 1, 2, 3 und 4. Jetzt Travian Kingdoms als neues Spiel. Das hatte dann als Spezialisierung, dass es Königreiche gibt und sich damit vom Teamplay ein ganzes Stück anders spielt als mit dem Allianzen, wo man beliebige Leute einladen kann. Bei Kingdoms ist es sehr viel mehr vorgegeben, wer in seiner Nachbarschaft wohnt, und dadurch auch eine andere Mischung an Spieler. In einem Königreich hat man eine größere Varianz von starken Spielern und auch ganz schwachen Spielern, was sich einfach ergibt, wer bei mir in der Nachbarschaft startet, der ist oft dann einfach Teil des Königreichs. Und da haben wir dann ein neues Team zusammengestellt, und da war ich dann in der Programmierung nur noch ganz am Rande beteiligt. Hauptsächlich habe ich dann das Game Design für Travian Kingdoms gemacht. Zum einen die andere Teamstruktur, wie man mit anderen Leuten zusammenspielt. Aber was mich besonders fasziniert hat, waren die Gebiete. Ich wollte, dass die Karte eine größere Bedeutung hat, dass man etwas besitzt, etwas wie ein Gebiet besitzen kann und daraus auch einen Vorteil ziehen kann.
Und das haben wir mit Kingdoms erreicht. Das Gebiet ist sehr wichtig, um die Größe des Königreichs zu definieren und damit auch die Platzierung in der Highscore. Zum anderen definieren die Gebiete, wo man Tribute einsammeln kann, welche Spieler man einladen kann in sein Königreich und auch die Sichtbarkeit, also Angriffe sieht man auch nur im eigenen Gebiet auf seine Teammitglieder. Ja, das hätte ich nicht ganz glauben können. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht so ein, zwei Jahre geht und danach macht man halt ein neues Spiel. Aber dass Travian so ein großer Erfolg wird und immer noch genauso populär ist wie vor 10 Jahren, war absolut nicht geplant. Aber es freut mich eigentlich jeden Tag, dass Travian einfach scheinbar ein Spiel ist, was ein Evergreen, was man immer spielt.